Dachi meine Freunde und willkommen zum dritten Part von Let's Play Skyrim Dragonborn. Wir sind hier immer noch im Tempel unten und was müssen wir schon wieder machen? Den Ursprung von Miraaks Macht finden. Gestern haben wir ja hier diese Düssi gefunden, Freya. Und ja, jetzt kämpfen wir uns hier durch diesen Tempel oder dieses Gewölbe, besser gesagt. Ich nehme hier lieber mal... Na hallo! Du bist ja schon tot. Ich soll Ruinen wie dieser aus dem Weg gehen. Jetzt weiß ich auch warum. Na, ist immer gleich in Skyrim. Im Nebenraum sind die Sachen. Es ist immer gleich. So. Die Draugr-Ketten. Jetzt kommen sie dann. Komm. Na, hoppala. Ich nehme den da. Ey. Getroffen. Oh. So, der bewegt sich nicht. Doch, er bewegt sich. So, jetzt. Zack. Ja, sie beschmeißen sich gegenseitig mit ihren Schreien. Von mir aus, okay. So, Schießkunst verbessert. Oh, Stufe 43. Jawohl. So, ich komme, Freya. Zack. Ey. Das wird euch eine Lehre sein. Ja, ja, ja. Das wird euch eine Lehre sein. Nordpfeile nehme ich mal mit hier, das Zeugs. Wo liegt denn der Kultist? Bis da hinten habt ihr den geschmissen. Okay, eine kleine Perle. Ah, ein Zwergenpfeil noch. Und der Kollege hier. Ein veredelter Malachit. Ja, Zwergenpfeil, Nordpfeil. Ich nehme hier auf jeden Fall mal die Nordpfeile. Die sind hier. Waffen, glaube ich. Nordpfeil, Favorit. Blutverfluchter Elfenpfeil. Ja, können wir aber auch nehmen. Hüllt die Sonne in Finsternis, wenn er mit Auriels Bogen abgeschossen wird. Dädrische Pfeile haben wir noch hier. Stahlrimmpfeile, machen die mehr als die dädrischen? Nee. 71 Vulkanglas, haben wir noch Stahlbolzen, Elfenpfeile. Ebenerzpfeile, also wir sind gewappnet hier. Und neue Stufe. So, nehme ich Gesundheit oder Ausdauer? Ich denke mal Ausdauer, aber das habe ich weniger. Ja, ich möchte die Ausdauer verbessern. Magicka habe ich zwar 8-mal verbessert, keine Ahnung warum. Ich war damals noch Skyrim-Neuling. Und jetzt habe ich ein Talent zum Verbessern. Schmiedekunst. Mal schauen, was es hier so gibt. Drachenrüstung brauche ich 100. Vulkanglas, naja... Ich, ja, nee. Vielleicht hier schwere Rüstung, gar nicht was. Da habe ich alles. Das habe ich auch. 50% weniger zurückstoßen, wenn du ausschließlich schwere Rüstung trägst. Was wäre das Ultimative? Naja, egal. Nein! Hier, Fertigkeiten, bitte. Nein, nicht zweihändig. Einhändig, bitte. Da habe ich 98, ey. Junge, Junge. Ein mächtiger Angriff nach hinten hat eine Chance von 25% des Ziels zu lähmen. Sonst habe ich nichts mehr Besonderes. Mächtige Angriffe mit zwei Waffen bewirken 50% Zusatzschaden. Das klingt aber mal ganz geil. Wenn, also wenn ich halt länger drücke, da die Angriffe die Ausdauer verbrauchen, die machen mehr Schaden. Ja, dann mache ich. Dass ich das nicht habe, Junge, Junge. So, rein, der Tempel von Mirak, das Allerheiligste. Ja, da sind wir wahrscheinlich an einem wertvollen Ort jetzt, wo sicher sehr viele Kultisten sind. Ja. So. Ich weiß nicht, welches Wissen Mirak dazu gebracht hat, sich gegen seine Meister zu wenden. Doch sein Weg scheint grausam gewesen zu sein. Ja. Sieht so aus. Da oben haben wir ein Skelett.
Hier, warum habe ich da die Zwergenpfeile? Was vor so langer Zeit geschehen ist. Alter, Nordpfeil bitte. Ui! Wer ist das? Es tut mir leid, aber ihr habt mir keine Wahl gelassen. Dafür hätte ich gar nicht meine Pfeile verbrauchen müssen. Hallo! Nord-Zweihänder, Nord-Zweihänder. Na, Tragfähigkeit wird verbessert. So einen Scheiß brauche ich nicht. Was ist das? Wow. Hey, 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 hey. Autsch. Au. Ja, da hat sie ihn gerade selbst erwischt, den Kollegen. Gehen wir mal hier rein. Nicht gut. Weg da. Ja, ihr seid doch blöd, ihr dummen Weiber, ey. Interessant. Es könnte sich lohnen, sich hier umzusehen. Oh, das habe ich gar nicht gesehen. Das habe ich gar nicht gesehen, Junge. Ein Zaubertrank. Ein Seelenstein. Ein Zauberbuch. Noch ein Zauberbuch. Ich dachte mir, dass wir hier unten etwas finden. Gold, Geld, ach kennt Gold. Ihr Zauber schon? Nee, ich kenne diese Zauber noch nicht, weil ich nicht zaubere. Lady. Unsichtbarkeit. Ja, dann nehmen wir mal mit hier. Papierrollen, Bücher. Das wäre alles. Das ist alles. So, ich sehe drüben auch noch was. Na, wer sagt's denn? Waffen zücken? Ja, nein? Hallo, Mädels? Gut, ihr seid noch da, ihr seid noch da. Wie lange müssen wir denn eigentlich laufen hier? Ui, ja. Woher seid ihr gekommen? Okay. Was war's dann? So. Nordpfeil. Alles klar, alles klar. Ah, oh, Okkultisten. Ah, oh, sie haben mich schon gesehen. Au, oh, das war blöd. Ich werde nicht. Hack steht mir bei. Na, 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 böse. Ein Zauberbuch. Hellsehen. Ja, nehmen wir mal. Jetzt kann ich immer schauen. Bücher. Zauberbuch. Hellsehen. Kenn ich schon, mag ja nicht. Kenn ich schon, Panik. Gelernt, Seelenfalle. Gelernt, Zombie erwecken. Kenn ich schon. Alles klar, ja. Ein paar neue Zauber. Why not? Why not? So, geht's hier durch? Ja, hier geht's durch. Wie viel tiefer kann es noch hinabgehen? Das gefällt mir nicht. Ich habe gehört, aussieht. Dass Mirax' Macht groß ist, aber so einen großen Tempel errichten zu ein Wort der Macht? Jetzt kann es nicht mehr weit sein. Oh. Ja, ich habe gelesen, es gibt ein paar neue Wörter hier. Mirax sich gegen den Drachenfurt gewendet hat, aber die Stärke, Drachenform. Okay. Das wird euch eine Lehre sein. Ihr wagt es, ich bin Dobertin. Hey, Lady. Lady, böse. Lebt noch einer. Ui. Ui, ein Torwächter. Der hat den Eisfeig direkt in der Eier bekommen. Schlüssel, Ebenerzschwert will ihn nicht. Gold. Gold, Granatstein. Dass die noch Schmuck bei sich haben hier. Nordpfeile. Knochenmehl, Nordpfeile. So, Magie. Schreie, ich habe noch 8 Drachenseelen. Du kannst einmal pro Tag einen Drachenform mit kolossalen Schlägen, einer Panzerhaut und mächtigeren Schreien. Sammle... Aha, ja. Ja, nehmen wir das mal rein. Alter, das sieht cool aus. Oh, shit.
Da wollte ich nicht. Wie heißt der Schrei? Wie heißt da? Drachenform. Aktivieren wir mal, würde ich sagen, hier. So. Eine Truhe noch. Dietrich, Ausdauer. Bisschen Gold. So, und jetzt. Und jetzt. Hier? Ah. Hallo? Hallo? Zück hier mal die Waffe, Lena. Hallo? Da ist ja niemand. Das ist alles so durcheinander. Sieht nach einer fetten Party aus. Party, Party, Party. Was ist das denn? Hängemoos? Ja, nehmen wir mal mit. Was haben wir denn hier? Ist das ein... Nee, das ist nix. Hallo, habt ihr zu viel Party gemacht hier? Sackgasse? Unmöglich. Es muss dort noch mehr geben. Seht euch mal um. Ich gebe euch Bescheid, wenn ich im Essbereich etwas finde. Ja, du willst doch nur was essen, ey. Ich muss hier die Arbeit machen und du frisst hier ein bisschen. Ich nehme hier noch ein paar Alchemie-Zutaten mit. Mache ich immer wieder mal. Salze der Leere, Salz, Salz. Also ich einen Krug mitgenommen. Hab ich einen Krug mitgenommen. Ein Krug. 1500 wert, Junge, Junge. So, ich habe Zweiglingssaft, Zaubertrank, Elfenohren. Nein, jetzt habe ich einen Teller genommen. Jetzt habe ich einen Teller genommen. Teller. Hier habe ich eine Steine von Barensia, die kann man ja finden. Gibt eine Quest dazu, habe sie noch immer nicht gefunden. Knochenmehl, Knochenmehl. Knochenmehl. Hier, ein Alchemielabor, ja, da mache ich mal kurz. Damit das letzte sein, was ich hier mache. Was kann ich denn? Machen wir mal den hier. Zack, zack. Und so. Und so. Ah, Giftresistenz erschaffen. Ja, machen wir mal hier. Zack. Magika regenerieren. So, Magika wiederherstellen. Können wir zwei machen. Magika senken. Nein, ich habe ein D3-Herz ausgegeben. Shit! Ich habe ein D3 jetzt verbraucht. Das war ein bisschen zu voreilig. Alchemie auf 28. So. Wie viel hat 3? 62. Ich kann hier das meiste jetzt fallen lassen. Giftresistenz. Ja, das ist halt, das raubt halt Dingens. Es raubt mir ein bisschen Platz. So. Oder war eins für 177 hier? Das nehmen wir natürlich mit. Hier ein Griff. Ich wusste es doch. Gerade hat sich im Essbereich ein Geheimgang geöffnet. Das muss es sein. Beeilen wir uns. Ja, ja, hast gut gegessen. Hast du gut gegessen, Kleines. So, wenn wir diesen Mirak finden, ist Mirak das erste Drachenblut, wovon im Trailer erzählt wird. Jetzt haben wir da unten eine Treppe, ne? So, Elfenohr. Hier noch ein paar Sachen. Ich frage mich, ob hier etwas Miraks Geschichte erzählt. Ne, ist ja beschädigt, da kannst du nicht lesen. Oi! Heisenbarren. Nehme ich natürlich mit. Nichts als ruinierte Bücher. Ja, so, hier hinten, geh auf die Seite, so. War hier vielleicht noch eine Truhe oder sowas? Nein? Gut, dann... Ich erkenne diese Statue nicht. Wir sind schon vorhin an ein paar davon vorbeigekommen, aber sie werden immer zahlreicher, je tiefer wir hinein. Lol. Ich mag diesen Ort nicht. Es sieht fast so aus, als würden diese Statuen jeden Moment zum Leben erwachen. Ja, machen sie natürlich wahrscheinlich noch, Also hier geht's nicht runter. Hier. Dann müssen wir hier runter. Ist wie bei Dawnguard. Ist da wer? Nee, das ist ein Ofen. Es ist schon unheimlich still. Das wird aber sicher nicht so bleiben, wenn wir weitergehen. Seid auf der Hut. Ja, ja, ich weiß, dass da sicher noch was passieren wird. Ich kenne Skyrim. Ui. Na, wer sagt's denn?
Na, wer sagte, wie tief... Ah, da haben sie sich aber Mühe gegeben von Bethesda hier. Das geht verdammt nochmal tief runter. So. Und wir bleiben jetzt hier vor dieser Tür stehen und beenden den Part für heute. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Bis morgen. Tschüss.